Maestro, können wir ein bisschen epische Musik haben? Ja, das passt. Dankeschön. So. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist so krass! Es ist erhebend! Es ist episch! Es ist geil! Oh mein Gott, ist das geil! Ja, ich würde mal sagen, jetzt ist auch genug. Danke. Hast blöde Arbeit geleistet, Zalos. Und dann schreibe ich dann, willkommen zu einer weiteren Folge Skylife und zwar heute mal mit dem lieben Zalos. Oh Gott. Leute, ich bin stolz auf euch. Okay, ich wollte mal sagen, ich habe mir vor der Aufnahme ein bisschen was überlegt, was ich machen könnte. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ne? Nee, hast du nicht. Nee, aber ich sag's jetzt mal onscreen. Das ist alles voll live hier. Wir werden uns jetzt hier erstmal bemühen mit dem Zalos, dass wir jetzt hier die Kartoffeln und so anpflanzen, weil Kartoffeln echt eine gute Nahrungsquelle sind. Besser als dieses scheiß Weizen. Meine Fresse, das ist ja echt kacke gut, hier. Dann, ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber ich hab nämlich die ganzen Kartoffeln. Achso, du hast die gerade. Dann pflanzt die am besten einfach hier auf der Seite so an, oder? Ich glaube, das ist ganz gut vielleicht. Ich hab's vor. Darf ich's machen? Ach, ja. Okay, ich schau dir jetzt zu. Okay, so. Du bist bei dem heroischen Moment dabei, wenn wir diese Kartoffeln... Ja, sehe sie. Moment, Maestro, können wir ein bisschen epische Musik haben? Ja, das passt. Dankeschön. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so krass. Es ist erhebend, es ist episch, es ist geil. Oh mein Gott, ist das geil. Ja, ich würde mal sagen, jetzt ist auch genug, danke. Hast blöde Arbeit geleistet, Zalos. Scheiß. Ja, ich weiß. So, und dahinter pflanzen wir direkt die Karottis an. Ah, perfekt. Oh mein Gott, das ist so geil, Leute. Alter, ich wollte auch schon immer... Alter, das ist jetzt so eine geheime Sache, aber ich wollte auch schon immer mal eigentlich Bauer werden und so Karotten und Kartoffeln anpflanzen. Das ist mein Lebensraum einfach... Alter, ich finde das so geil. Was ich eigentlich ansonsten noch vorhatte, außer diese paar Sachen hier anpflanzen, ist, ich habe ja schon mal anklingen lassen, dass hier oben, wo der Olfi eigentlich sein Lager ausbauen wollte, da wollte ich ja mal ein Haus bauen, sozusagen ein Haus für mich und für Olfi, auch wenn Olfi im Moment ein bisschen inaktiv ist, weil er ja YouTube-Pause hat, aber das juckt ja keinen. Ich wollte hier oben halt mal ein Haus bauen. Problem ist nur, ich hatte ja damals richtig viel Holz gefarmt für dieses Haus. Dieses Holz habe ich dann in der Folge mit Bluren verloren, als wir dann 200 Mal vom oben Haus da runtergesprungen sind. also folgendes, ich werde jetzt mal Holz hacken. Übrigens, für die Leute, die sich gewundert haben, also keiner, ich spiele es hier mit einem Shader, mit einem anderen Shader, und zwar ist das eine abgewandelte Version vom CUDA-Shader. Um genau zu sein, ist es sogar die Version, die Bluren auch verwendet in seinen Videos. Du bist gerade am Holz sammeln, ne? Genau, korrekt. Dann kann ich verschwenderisch damit umgehen, sehr gut. Willst du mich vollkommen verarschen jetzt, Zalos? Ich habe gleich schon 1,5 Stacks Holz. Ich glaube, das ist gleich genug. Dann werde ich gleich zurückgehen und ein Haus bauen. So, wir haben... Dankeschön! Ach, bitte doch. Oh nein! Zalos! Was denn? Wir haben wieder mal was vergessen. Scheiße. Was haben wir denn vergessen? Wir haben Fridolin nicht angebetet. Okay, warte mal. Ich kann das ganz schnell beheben. Alter, ich habe 200 Level. Alter, Junge. Das ist gut. Oh mein Gott. Nein. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich will dir etwas zeigen. Oh Mann. Die Hühner, warum sind die Hühner da drin? Ja, ich weiß nicht. Das war Olvi. Das hier ist lustig. Guck dir das an. Siehst du das auch? Wo bist du denn? Siehst du das auch hier? Ja, sehe ich. Alter. Nee, jetzt ist weg. Scheiße. Alter, fuck, war das geil gerade. Junge, es war ein Feuerwerk. Alter, das war ein Feuerwerk meiner Sinne, Alter. Oh mein Gott. Alter, wir haben keinen Cobblestone mehr. Willst du mich verarschen? Wir haben nichts. Wir haben einfach nichts haben wir. Ja, weil wir nicht mehr gesammelt haben, Junge. Ja, wer braucht denn auch schon Cobblestone, ne? Ist doch vollkommen unnötig. Ja, sehe ich genauso. Ist voll unnötig. Cobblestone ist voll unnötig. Also ich brauche keinen. Ich brauche jetzt eigentlich Cobblestone. Ich baue jetzt einfach mal das Haus so gut wie möglich ohne Cobblestone. Ich habe aber keine Spitzhacke. Fuck, die muss ich mir noch bauen. Ich glaube, dieses Haus, das wird irgendwann mal so grottig scheiße aussehen. Ich will es eigentlich gar nicht weiter vertiefen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt hier jetzt gleich. Jetzt gib mir trotzdem mal bitte Holz. Ich brauche Holz. Ja, das liegt in der Kiste was. Nimm.
Gönn dir, Junge. Okay, ich brauch nur acht. Ich muss jetzt irgendwas heizen. Mit den Holztreppen. Tschack. Alter, das Haus wird so bizarr aussehen irgendwann. Wenn es mal fertig ist, was nicht sehr wahrscheinlich ist. So, ich hier noch einen Holzpfosten einfach und dann, ich weiß nicht, sieht das gut aus? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht sollte ich auch einfach mal Kohle holen. Nee, das wäre eigentlich jetzt keine Möglichkeit. Die meisten Leute werden sich jetzt sicher denken, what the fuck, Chris, was stellst du hier für komische Pfosten auf? Ich habe ein Bild in meinem Kopf und dieses Bild wird niemals... Ich hab ein Bild in meinem Kopf. Ja, dieses Bild werde ich niemals umsetzen können. Kohle, schubdidu, Kohle, schabdida, Kohle, dabdada, Kohle, dabdadadada. Danke, das hat mich jetzt zutiefst befriedigt. Ich bin übrigens übertriebenst müde, ich weiß nicht, ob man das hört, wahrscheinlich schon. Ich bemerke das jetzt selbst, dass ich viel zu demotiviert so kommentiere. Ich glaube, ab jetzt mache ich die ganze Zeit, ab jetzt verstelle ich meine Stimme die ganze Zeit so komisch, weil es dann irgendwie motivierter klingt. Es klingt dann irgendwie besser, ja. Leute, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen so eine Idee, was ich hier machen will. Ich wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh Gott, ich weiß nicht, entweder sieht es saugeil aus oder sieht sauscheiße aus. Oder in der Mitte irgendwas. Es sieht scheiße aus. Also ich finde es schon relativ scheiße. Ich sehe es zwar gerade nicht, aber ich aber weil ich es bin, erstmal aus Prinzip, ne? Genau. Ja, genau. Ja, finde ich ganz nett, Salus. Genau, so ist es, ne? Finde ich super, wirklich. Du bist ein ganz guter Freund. Ich weiß. Wir sind Freunde. Oh mein Gott. Ey, Salus, wie sieht es eigentlich glastechnisch aus? Ist da irgendwas Glas möglich? Oder nur auf dem Schwarzmarkt? Ja, Glas ist, nee. Also Glas geht gar nicht. Ich meine, wir haben irgendwo Sand gehabt, hat mir irgendjemand gesagt. Nee. Ja, also Sand haben wir. Ja, in der Skylife gibt's Sand. Ach, wir haben ja Glas. Haben wir Glas? Ja. Wir haben 20 Glas? 20 Stück. So, haben jetzt 48 Glasscheiben gebaut. Salus, den Rest kann ich dir schenken hier. So in etwa. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Plan habt, jetzt wie das hier wird. Wahrscheinlich mache ich dann noch eine zweite Etage drauf. Ich glaube, das könnte sogar ganz in Ordnung aussehen irgendwann mal. Vielleicht. Irgendwann mal in ferner Zukunft. Den Rest mache ich wirklich dann nächste Folge, ne? So, wie immer danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.